Bienvenue au Tro Simulateur du Midi des Jeuf. Und wenn das richtig war, dann heißt das Willkommen im Train Simulator 2019. Wir dürfen uns heute mal auf der Strecke LGV Rhône-Alpes Méditerranée austoben, die neue Strecke von Lyon nach Marseille, welche im Train Simulator 2019 oder für den Train Simulator 2019 erschienen ist. DTG hat die Strecke vor einigen Tagen herausgebracht. Und wir werden uns heute mit dem TGV Duplex auf diese Strecke begeben. Guten Tag, Lokführer. Willkommen auf der LGV Rhône-Alpes Méditerranée. Ihre erste Aufgabe ist es, diesen Hochgeschwindigkeitspersonenzug bis nach Avignon zu fahren. Sie werden unterwegs in Valence halten. Oder Halt machen. Geben Sie die Türen frei und gestatten Sie den Fahrgästen vor der Abfahrt zuzusteigen. Alles klar. Wir öffnen die Türen und wandern einmal ganz kurz hinten hin. An die erste Tür unseres Zuges. Ja, als Zugziel steht dran Paris Gare de Lyon. Aber wir sind hier im Bahnhof von, ich glaube, Lyon Part-Dieu, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, im Bahnhof Lyon Part-Dieu. Und wir fahren heute in die andere Richtung. Vorab kurz die Anmerkung: Ich bin leicht erkältet und es könnte sein, dass ich ein wenig oder ein bisschen weniger sprechen werde während der heutigen Fahrt. Was aber, denke ich mal, auch kein Problem sein wird. Wir werden das schon irgendwie gemeinsam schaukeln. So, wir rüsten den Zug auf. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Die Bremse wird gelöst. Das Licht ist auch schon richtig eingestellt. Und wir haben hier Stromabnehmerwahl N. Das ist okay. Und LGV haben wir als Hochgeschwindigkeitsstromnetz in Frankreich, das ist auch richtig gewählt. Wir müssten dann bei der Einfahrt, ich glaube in Marseille, lediglich das System auf, dort müssten 1,5 Kilovolt herrschen in der Oberleitung. Ich glaube, 1,5 Kilovolt müssten es dort sein. Ansonsten sind das auf den LGVs 25 Kilovolt. Und ja, wir fahren das mal aus. Ausfahrt hier mit 60. Und ich habe mir gedacht, was das französische Signalsystem angeht, wird das heute bestimmt sehr interessant werden. Ich habe mir zuvor auch definitiv nochmal das Manual durchgelesen gehabt. Und ja, einige Sachen konnte ich im Kopf behalten. Die eine oder andere Sache ist dann aber doch untergegangen in der Flut an Informationen. Und hier kommt uns auch schon ein weiterer Zug entgegen, der im neuen Addon mitgeliefert wird, der TGV Carmillon. Wobei dieses Farbkleid für uns eigentlich auch gar nicht so neu ist, denn wir durften den TGV Carmillon schon einmal fahren auf der Strecke Marseille-Avignon. Dazu findet ihr natürlich auch ein Video auf dem Kanal und dazu einfach in die YouTube-Suchleiste Think New Fly New TGV Carmillon eingeben und dann werdet ihr da auch definitiv fündig. So, 60 weiterhin und der Bahnhof Valence, TGV halt. Oder Bahnsteig 3 wird dann in ca. 100 Kilometern anzutreffen sein. Mit dem TGV Duplex sollten auch 100 Kilometer für uns kein Problem sein. Diese werden wir in kürzester Zeit ja abgefahren sein, einfach weil der Zug bis zu 320 km/h auf der Strecke fahren wird. Und mal schauen, wie fix wir denn heute am nächsten Bahnhof ankommen werden. So, auch das Signal ist grün. Das gefällt mir natürlich. Und ich sag's mal so: Solange wir hier grüne Signale vor der Nase haben, wird die Fahrt auch höchstwahrscheinlich erfolgreich. Ich denke mal, dann spätestens auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, französisch LGV, also Ligne au Grand Vitesse, wird es dann das TVM-System für uns ja übernehmen. Dort haben wir dann hier diese schöne Führerstandsanzeige, wo wir eben sehen, wie schnell wir fahren dürfen. Sollten die Signale kein Problem mehr darstellen. Oh, hier sind wieder 60. Dann einmal runterbremsen. So. Ja, und auch die Luftdruckbremse des Zuges wird uns heute wahrscheinlich vor einige Herausforderungen stellen. Die wurde nach meiner Ansicht im Train Simulator leider nicht so schön umgesetzt wie in der Realität.
was aber natürlich auch vollkommen okay ist, da das wie gesagt ein Simulator ist und keine, ich sag mal, Ausbildungssimulation, wo tagtäglich Triebfahrzeugführer ausgebildet werden sollen. So, wir werden uns mal einen kleinen Überblick über diesen wunderschönen Güterrangier- oder Abstellbahnhof verschaffen. Ja, das ist Lyon, eine Stadt im Herzen Frankreichs. Ja, und ich finde die Strecke gerade so interessant, weil wir eben ja bisher im Train Simulator nur auf der Strecke Marseille-Avignon gefahren sind. Ein Streckenabschnitt zu dieser neuen Streckenerweiterung. Des Weiteren wird für die Strecke Rhône-Alpes, Méditerranée, die Strecke Marseille-Avignon benötigt. Und ja, als Züge haben wir hier sämtliche TGV-Varianten der Duplex-Reihe. Was heißt sämtliche? Wir haben den TGV Carmillon und den normalen TGV Duplex. Und wir sind wieder zu schnell. So, 100 darf dann jetzt eh gleich gefahren werden, okay. Dann geht das auch klar. Gut. Die Vorsignalbarken hier in Frankreich sind im Gegensatz zu den deutschen Vorsignalbarken andersrum angereiht. Wir haben zuerst die, ich glaube, drei Striche, dann zwei Striche, dann eine. Und in Deutschland müsste es ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau andersrum sein. Mensch, so viele Streckenkilometer in Deutschland schon gefahren, aber nicht im Kopf, wie rum die Vorsignalbarken stehen. Aber es müsste von 1, 2 auf 3 hochgehen. Ja, bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Sollte so sein. Gut, 120 darf gefahren werden. Leistung erhöhen. Na. So. Signal ist auch auf grün. Einwandfrei. So. Jetzt müssten wir uns auf dem Streckenabschnitt zur Hochgeschwindigkeitsstrecke befinden. Ja, Geschwindigkeitsübertretung macht uns an der Stelle nichts aus. So, leicht die E-Bremse rein. Und dann klappt das. Ja, und ich gehe auch stark davon aus, dass wir hier in Frankreich auf jeden Fall Gleisbalisen haben von Siemens, also wird es wahrscheinlich ETCS sein, was hier auch mit verlegt ist. Allerdings ist es mit großer Wahrscheinlichkeit hier im Train Simulator aktuell nicht wirklich verfügbar und dieses komische, ich sag mal Eisen im Gleis, das müsste das Zugsicherungssystem Crocodile sein. Allerdings habe ich mich da jetzt auch nicht wirklich mit auseinandergesetzt. So, 130 sind es, die gefahren werden dürfen. Und dann später sogar 160. Signal steht auch auf grün. Und hier links dann nochmal die Geschwindigkeitsbegrenzung. 160. Hier nochmal. Ja, das eine ist wahrscheinlich die beleuchtete Version für die Nacht. Und die andere Version fürs Tageslicht. Ja, und 10 Kilometer haben wir schon fast geschafft. Da seht ihr mal, wie schnell das geht. Wobei 160 Stundenkilometer definitiv nicht die Höchstleistung des TGVs sind. Wunderbar. Ein so schnittiger Zug. Echt schön. Gerade auch innen drinne. Wunderbar ausgestattet. Gut, zugegeben, dass die Sitzbepolsterung ist vielleicht nicht ganz zeitgemäß vom Muster her. Aber ich denke mal, da wird die
französische Staatsbahn, die SNCF. Ich glaube, Societe Nationale. Irgendwas. Und dann France wahrscheinlich. Also auf jeden Fall heißt das französische Staatsbahn. Die wird da, denke ich mal, auch über die Jahre die Züge sanieren. Oder was heißt sanieren? Sanieren sagt man bei einem Gebäude, ja, sag mal, modernisieren. So, Saint-Priest wahrscheinlich. Ja, es gibt einige Bahnhöfe auf der Strecke. Hier mal ganz kurz eine Übersicht überhaupt über die komplette Strecke. Wir müssen hier kartentechnisch oben, sage ich sonst mal, im Norden in Lyon anfangen. Genau. Hier oben Lyon. Und dann geht es hier runter in Richtung Avignon. Avignon müsste dann dieser Bahnhof hier sein. Nee, das ist ein Ausweichgleis. Noch ein Stückchen weiter wahrscheinlich. Hier, genau, Avignon. Unser Endhalt heute. Und dann natürlich unten am Kartenrand Marseille. So, 150 haben wir auf dem Tacho drauf. Wir dürfen aber 160 fahren. Ich weiß gar nicht, merkt man mir meine Erkältung an? Also auf jeden Fall, die linke Nase oder das linke Nasenloch ist komplett verstopft. Aber ansonsten, Halsschmerzen sind von gestern auf heute zum Glück weggegangen. Und da habe ich mir gesagt, ach komm, fährst du heute mal gleich eine Runde auf der schönen Strecke. Das Einzige, was mir auf jeden Fall zu schaffen machen wird, sind heute die französischen Worte, die hier, oder die Ortsnamen, die eben ausgesprochen werden müssen. Aber ich denke mal, bisher habe ich mich relativ gut geschlagen. Und ich bin gespannt, was da heute noch so auf uns zukommen wird. Och, cool. Also so ein Wohnwagen. Geil. Das ist echt ein krasser Wohnwagen. Oder ist das ein Service-Auto? TGV, geil. Sowas müsste es in Deutschland mal mit ICE geben. Da hätte die DB auf jeden Fall was zu modernisieren an ihren Fahrzeugen. Das fände ich echt mal geil. Ja, und überhaupt finde ich es schön, dass Dovetail Games auch für die, ich sag mal, französische Bevölkerung hier eine neue Strecke geschaffen hat. So, das war irgendein Signal, wo wir, glaube ich, das Stromsystem ändern mussten. An der Stelle mal Stromaufnehmer runter. Das müsste jetzt hier ein stromloser Abschnitt sein. Ganz kurz nachschauen. Rev. Und dann hier vorne. Okay, nochmal. Oder musste der auf C stehen? Und wir hätten den erst jetzt auf LGW umstellen müssen. Ist natürlich auch möglich, aber wir sind ja bereits so losgefahren. Also der Zug war ja voraufgerüstet. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir dann auf C wechseln müssen, sollten wir nach Marseille reinfahren im zweiten Teil. Was? Geschwindigkeitsvorwahl aktiviert? Okay, das war jetzt zwar aus Versehen, aber finde ich auch gut, wenn wir die aktivieren konnten. Ist genauso zu steuern wie die AFB. Mit Y wird der Geschwindigkeitswert erhöht und mit C gesenkt. An der Stelle möchten wir 160 fahren, deswegen wählen wir das direkt vor. Und dann wird beschleunigt. Ach nee. Hey. Erstmal natürlich wieder Stromabnehmer heben. So, jetzt ist er hinten wieder oben. Der ist jetzt auf die volle Länge ausgefahren. Also Hochgeschwindigkeitsstrecke und das stimmt auch mit der Höhe hier. Nee, nicht so ganz. Stimmt nicht so ganz. Das kommt noch wahrscheinlich. Nee. Wir lassen es auf LGW stehen. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Schon wieder? Wir machen den Strom doch nochmal runter. Wir lassen den Zug jetzt noch bis auf die Schnellfahrstrecke draufrollen.
Weil das sieht mir hier sehr stark nach Schnellfahrstreckenzuführung aus. Bevor wir da hier irgendwas falsch einstellen. Aber das müssten jetzt hier schon die 25 km/h sein, die wir abgreifen dürften. Ich habe mir extra noch das Handbuch durchgelesen. Aber das ist auch in einem relativ schwierigen Deutsch geschrieben. Das ist, ich glaube, eine Wort-zu-Wort-Übersetzung aus dem Englischen von Dovetail Games. Ja, genau, TVM geht auch an. Wunderbar. So, auf 220 und dann. Ja, das ist jetzt definitiv die LGV. Die Linie à grande vitesse. Oder VT. Gut, jetzt kann man es auf LGV stehen lassen. Hinterer Stromaufnehmer und. Stimmt das jetzt mit der Höhe? Nein, das stimmt immer noch nicht mit der Höhe. Das müsste jetzt der vordere sein, aber der stimmt auch nicht in der Höhe. Und L stimmt auch nicht. Dann nehmen wir nehmen N, lassen es auf LGV stehen, gehen davon aus, dass jetzt hier alles richtig ist. Und dann fahren wir einfach. So, Geschwindigkeit aufschalten. Zugkraft hoch und dann auch hier die Begrenzung auf 300 eingestellt. Wir nehmen jetzt richtig Fahrt auf und dann geht's richtig los. Ja, am Streckenrand haben wir natürlich auch immer die Blocktafeln für die unterschiedlichen, das müssten die TVM-Blöcke sein. In Deutschland kennen wir das als entweder LZB-Blöcke oder ETCS-Blöcke. Bei ETCS wäre das Signal NE14. Das sieht so ähnlich aus wie das hier in Frankreich. Jedoch haben wir da nicht so ein, ich sag mal, gelbes Dreieck mit blauem Grund. Nein, wir haben in Deutschland einen, ich glaube, gelben Pfeil auf blauem Grund. Also die Signaltafel sieht der deutschen Tafel sehr ähnlich, aber wir haben halt eine leicht abgewandelte Version davon, sagen wir es mal so. Gut, der Zug beschleunigt. Und ich glaube, Höchstgeschwindigkeit 320 km/h müsste hier drin auch irgendwo nochmal dran stehen. Ne, steht jetzt nicht nochmal extra festgeschrieben irgendwo. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir den Zug bis auf 320 km/h hochbringen können. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, ob es zwischen den Orten Valence und Lyon einen 320 km/h Abschnitt geben wird. Ja, so ganz pünktlich werden wir heute auch nicht ankommen. Das, ich sag mal, Problemchen von gerade eben mit dem Stromsystem, ja, das hat uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekostet. Ein paar Minuten werden wir da wahrscheinlich einfahren müssen, was aber auf der Schnellfahrstrecke hier ja nicht möglich sein wird, da wir eben genau an die Höchstgeschwindigkeit gebunden sind. Ansonsten kriegt man vom TVM-System da eine Zwangsbremsung reingewirkt und wir können da nicht schneller fahren als wie zugelassen. Auch faszinierend, wie schnell der Zug wirklich beschleunigt. So, jetzt sollte der langsam die Leistung selbst absenken. Genau, das macht er wunderbar. Und Bremsleistung tut er auch, ich glaube aber nur mit der E-Bremse ausschalten. Ja, genau, aufschalten. So, genau, bei 300 sind wir gleich angekommen und dann setzt er hier jetzt schon bei 299 leichte E-Bremsleistung an. Ja, jetzt geht er gerade wieder hoch. Aber spätestens bei der nächsten Talfahrt werden wir es dann gleich mal sehen, genau jetzt hier. Da sollte dann auch eigentlich hier der E-Brems-Leuchtmelder angehen. Müsste gleich aufleuchten. Es geht jetzt relativ steil bergab. Ah, das wundert mich jetzt aber. Sollte eigentlich schon kommen. Naja, es wird noch ein bisschen steiler gleich. Vielleicht erleben wir es noch. Wird uns auf jeden Fall auf der heutigen Fahrt irgendwann mal noch erreichen. Aber nee, so wie es scheint, möchte der Simulator das nicht umsetzen.
Oder es scheint so, als möchte er es nicht umsetzen. Vielleicht macht das noch. Naja, mal schauen. Ich fahre das ja noch lang genug und wir haben einige Minuten, vielleicht auch Stunden hier noch gemeinsam miteinander zu verbringen. Ja, wir fahren heute in Einfachtraktion. Der TGV Duplex kann natürlich auch in Mehrfachtraktion gekoppelt werden. Dazu haben wir an der Front eine schöne Bugklappe, die wir natürlich nicht bei 300 km/h öffnen und schließen sollten, wo wir mittels einer Scharfenbergkupplung zwei Zugteile zum Beispiel verbinden könnten. Auch wird die Scharfenbergkupplung genutzt, wenn der Zug eben abgeschleppt werden soll, was möglichst selten der Fall sein sollte. Ja, wir sind richtig schnell unterwegs mit dem TGV, da komme ich nicht mal mit der Kamera richtig hinterher. Ist schon schwierig, den einzufangen. Das ist aber auch echt eine geile Strecke, oder? Auf der Strecke würde ich wirklich gern mal in echt im Führerstand mitfahren. Das wäre so krass. Bei 300 Sachen durch Frankreich. Und das noch im TGV. Wow, ein Traum. Ja, die Instrumentenbeleuchtung wird mit der Taste I eingeschaltet. Beziehungsweise kann abgeschaltet werden. Denn die ist bereits voreingeschaltet im TGV Duplex. Hier auf der linken Seite haben wir übrigens auch nochmal unser französisches Zugsicherungssystem. Oder eines der französischen Zugsicherungssysteme. So, Scheibenwischer hier drüben nochmal. Dann manuelle Scheibenwischersteuerung. In dem Fall wird es wahrscheinlich kraftunterstützend sein. Durch eine Art Servo hier drin oder ähnliches. Also es ist keine manuelle Kraftübertragung hier. So, 300 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und hier genau. Hier drüben sehen wir es. Elektrische Bremse. Elektrisch-pneumatisch wahrscheinlich. Boah, echt krass, oder? Mit Highspeed durch Frankreich. Was ich auch immer ganz lustig finde, ist, dass man hier in Gleismitte das so aussehen hat lassen, als ob man die Schwellen nicht ganz durchgezogen hat. Aber ich denke mal, diesen... Oder sind die vielleicht wirklich nicht ganz durchgezogen? Aber ich dachte eigentlich nur, dass die hier von Schotter überdeckt sind. Dass die so eine Art U-Profil haben. Und halt nur nicht angezeigt werden. So, das Einzige, was mir auch auf der Strecke Rhône-Alpes auffällt, ist, dass die Gleise hier immer so nachladen. Also relativ stark fällt mir das auf. Auch bei den Vegetationsobjekten an der Strecke. Natürlich, klar, bei 300 km/h ist es ein bisschen schwierig für den Computer, das alles im Zeitintervall entsprechend schnell nachzuladen. Aber dafür sollten wir ja spätestens dann, ich sag mal, im Februar sollte die neue Festplatte endlich angekommen sein. Und wenn ich dann das alles eingebaut habe und die entsprechenden Daten verschoben habe, dann können wir da eigentlich auch ohne ja, Rokler im Train Simulator fahren. Zumindest ist es so geplant. So, und bis Valence sind es noch 40 Kilometer. Ihr merkt schon, es geht wirklich, wirklich schnell. So, und ich kann hier auch die Tafeln am Streckenrand schon gar nicht mehr lesen. So, 600 Meter. War das nicht? Stromloser Abschnitt, genau. Muss er mal ganz kurz runtergehen auf 0.
So, und dann kann man, glaube ich, wieder Leistung aufschalten. Ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist hier im TGW. Ich sehe jetzt auch hier nirgendwo einen Hauptschalter. Obwohl, der müsste sich hier irgendwo befinden, ne? Ich dachte, es war im TGW-Duplex so, dass der hier irgendwo in der Gegend rumkreucht und fleucht. Oder was hier unten? Nee. Sieht nicht so aus. Das war's Licht. Ja, hier drin ist halt auch alles auf Französisch beschriftet. Abgesehen eben von den aufploppenden Anzeigen. Die sind natürlich entsprechend in Deutsch ausgeführt. Entweder Richtungssender hier zum Beispiel oder Signalhorn. Es klingt echt schön beim TGW. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, ob die Stromabnehmerhöhe nun übereinstimmt mit der eigentlichen. Ja, nicht so ganz. Mit der eigentlichen Oberleitungshöhe. Also ich glaube, der Stromabnehmer ist in dem Fall hier voll ausgefahren auf 5 Meter noch was. Irgend sowas. Also auf jeden Fall ist er voll ausgefahren. Die Größenordnung spielt aber eigentlich für uns jetzt hier im Simulator keine Rolle. Ist natürlich auch abhängig vom Anpressdruck an die Oberleitung. So, 30 Kilometer noch, okay. Wir müssen natürlich auch aufpassen, nicht, dass wir dann durch den Bahnhof durchrauschen. Aber ich dächte auch, dass wir nicht auf dem Hauptgleis halten. Wir werden sicherlich auf dem Bahnhofsgleis nach rechts oder links rausgeführt werden. Uns sind auch bisher noch gar keine anderen TGWs entgegengekommen. Das wundert mich sehr, denn gerade auch im Bahnhof von Lyon vorhin waren doch einige Züge anzutreffen. So, hier mal ganz entspannt hinten bei die Passagiere rein. Hier gibt es auch, wie wir das aus deutschen Zügen können, erkennen, diese ausklappbaren Tische. Verstellbare Armlehnen. Hier drüben auch eine Steckdose wahrscheinlich. Sitzbeleuchtung. Gepäckablagen. Und dieser wunderschöne rote Streifen verleiht dem ganzen Zug wirklich hier innen nochmal ein schönes Design. Auch diese wunderbar gefärbte, in so einer Art, naja, Kaminrot ist es glaube ich nicht. Es trifft schon eher DB-Verkehrsrot. Also in so einem wunderschönen Rotton auch der Fußboden. Ja, hier drüben Notbremse, Notaus, ganz klar, immer der rote Knopf. So, Independent Brake, das müsste die Triebwagenbremse sein. Also für den entsprechenden Triebkopf. Ich glaube zum Beispiel auch im Manual, im Handbuch, hat man, ich glaube, Steuerwagen reingeschrieben. Was natürlich in dem Fall falsch ist, da wir natürlich einen Motor mit an Bord haben. Also es ist kein einfacher Steuerwagen in dem Sinne. Was mich schon immer wirklich sehr begeistert hat, ist, dass der TGW überhaupt in so einer, ich sag mal, Leichtbauform wirklich gebaut wurde. Gerade hier oben beim Dach, da wundert es mich, dass das ist wahrscheinlich eine Aluverkleidung oder vielleicht ist es auch Eisen, aber dass das nicht irgendwann mal wegfliegt. Weil so wie man hier an den Seiten auch reinschauen kann, da hat sich da bestimmt irgendwann mal das Dach abgehoben, oder? Da werden wir auch gleich wieder beim Thema Unfallrate. In den TGW-Zügen in Frankreich ist bisher, also es sind noch keine schweren Eisenbahnunglücke mit diesen Zügen geschehen. Lediglich eben auf der Testfahrt zwischen, na, ich glaube, Straßburg und Paris. Auf jeden Fall während einer Testfahrt mit einem Test-TGW ist ein Unfall passiert. Aber das war auch der einzige. Aber im tatsächlichen Planeinsatz gab es mit den LGW, mit den TGW-Zügen auf den LGWs keine Unfälle. Also keine, die Menschenleben gefordert haben.
So, wir nehmen an der Stelle schon mal die Leistung raus. Die E-Bremskraft wird selbstverständlich immer noch von der, ich sag mal in Anführungszeichen AFB, geregelt. Obwohl, wir haben ja noch 10 Kilometer. Aber ich weiß nicht, Balance. Kriegen wir das signalisiert oder müssen wir selbstständig anhalten? Das ist jetzt hier die Frage. Spieler zentrieren und dann möchte ich mal gucken. Ui. Na, wir bremsen mal runter. Ach, genau. So, 270, okay, das ist alles im grünen Bereich. Wir sind da relativ fix, was das Runterbremsen angeht. So, wir möchten es auch nicht übertreiben. Das Schöne ist, wir müssen in den Zügen hier nicht quittieren beim TVM-System. Jedoch weiß ich nicht, wie es mit dem TVM-Austritt aussieht. Wenn wir dann von der Steilverstrecke runterfahren. Aber bisher mussten wir da noch nichts quittieren. Auf jeden Fall der gelbe Knopf. Ja, der ist dann wahrscheinlich für das Zugsicherungssystem hier drüben. Also 170, gut, jetzt müssen wir wieder Bremsleistung ansetzen. So, kann auch leicht vorgewählt bleiben gleich. Genau, Balance. TGV 3. Weil jetzt müssen wir wirklich auf Stillstand runterbremsen. 170 jetzt hier als Restriktion. Oha. Bleiben wir doch tatsächlich auf dem Mittelgleis. Wobei, nein, das wird ein Streckenabzweig hier sein. Ja, genau. Hier vorne kommt dann nochmal die, die Möglichkeit eben auf Bahnsteigsgleise zu wechseln und hier wahrscheinlich dann nochmal die Abzweigung zur Stammstrecke zwischen Lyon und, nee, nicht zwischen Lyon, zwischen Marseille und Paris wahrscheinlich. Oder doch Lyon? Auf jeden Fall, es geht da runter von der Schnellfahrstrecke, runter von der LGV auf die normale Strecke. So, Restriktion 170. Weiterhin aktiv. Ja, und das Schöne an den TGV-Bahnhöfen ist auch, dass sie so, ich sag mal in Anführungszeichen, extrem lang sind. Ach, tatsächlich, es kommt mal ein TGV. Sehr schön. Ja, hier im Bahnhof von Valence hat man auch schon einige Filme gedreht. Unter anderem müsste es ein Kriminalfilm sein, der hier in diesem Bahnhof gedreht wurde. So, wir haben an der Stelle hier mal die Notbremsstellung oder Schnellbremsstellung eingeleitet. Wobei, eigentlich wird das natürlich nicht benötigt. Wir öffnen aber jetzt hier im Bahnhof von Valence die Türen. Die Fahrgäste dürfen einsteigen. Genau, Valence, TGV, Rhône, Alpes, Sud. Oder Süd? Sud? Ja. Gut.
Es müsste noch gleich weitergehen, aber wir nehmen uns einen Moment und schauen uns mal ein bisschen um. Wir haben hier weiträumige Parkflächen. Ein paar Autos stehen hier auch schon. Alles für den Bahnhof, um eben auch an den Fernverkehr entsprechend angebunden werden zu können. Dann ist das hier wahrscheinlich eine Art Outlet-Center oder irgend sowas. Also direkt die Stadt wird es nicht sein. Hier finden wir dann nochmal den oberen Bahnsteig, die Anbindungsmöglichkeiten an die anderen Strecken. Und ja, ob jetzt hier drüben nochmal eine Strecke einmündet, weiß ich nicht. Aber wir können mal nachschauen. Nein, nur in eine Richtung. Genau. Und dann unser nächster Halt, Avignon. So, wir schauen mal. Die Türen sind nämlich schon geschlossen. Das heißt, wir dürfen gleich abfahren. Dazu natürlich Bremse lösen. E-Bremse auf 0 und dann gleich Leistung vorwählen. Genau. Und dann setzen wir uns langsam in Bewegung. Und ab geht die Post. Oder besser gesagt, ab geht der Zug. Nun können wir wieder auf 170 beschleunigen. Und draußen auf der Schnellfahrstrecke können wir dann sogar wieder die 300 fahren. Zwischenspeichern auch nicht vergessen, auch wenn wir uns im Trendsimulator 2019 befinden und dort eigentlich keine Abstürze mehr auftreten sollten. Finde ich es echt schön, wie die Tiki hier die Lackierung außen animiert hat. An einigen Stellen auch ein paar Rostflecken hier vorne in dem, ja, ich sag mal, silbernen Farbbereich. Sehr schön gemacht. Und das Blau hier unten auch. An der Frontschnauze ist alles sauber. Ein sehr sauberer Zug heute. Der TGW 260 29 119. Ja, genau richtig. Jetzt heißt es VMAX 300. Und dann so schnell wie möglich nach Avignon. Bis Avignon sind es... Oh, nochmal 125 Kilometer. Sehr schön. Ja, insgesamt hat die Strecke Rhône-Alpes Méditerranée eine Länge von über 300 Kilometern. Und das ist schon sehr beeindruckend für den Trainsimulator. Ich glaube, damit hat sie jetzt sogar den, den Längenrekord von Graz, von der Südbahn von RSSLO getoppt. Die Strecke führt ja von Maribor nach Bruck an der Mur, ich glaube über Graz. Ja, genau, Bruck an der Mur, Graz, Maribor. Ja, und diesen komischen Hubton, der erklärt sich ganz einfach durch den sogenannten Tunneleffekt. Dadurch, dass hier sich die Schallwellen überlagern, klingt das dann so komisch beim Vorbeifahren des Zuges. Da gerade sehr schön zu hören gewesen. Und hier auch nochmal. So, da haben wir den physikalischen Teil heute auch mit Bravour bestanden.
Aber nein, Leute, das ersetzt keine Physikstunde. Immer schön zuhören beim Physiklehrer. Auf jeden Fall, so viel dazu. Ja, weitere Besonderheiten an der LGW sind unter anderem die, ich sag mal, verkleinerten Mastabstände. Und was ich sehr, sehr witzig finde, ist, dass man zumindest im Simulator die Masten in einem unterschiedlichen Abstand zur Strecke aufgestellt hat. Mit anderen Worten, man hat hier oben eine Zickzack-Oberleitung eingebaut, aber man hat nicht den Ausleger der Masten verändert, sondern man hat einfach die Masten anders hingestellt. Hier an der Stelle ist jetzt wieder ja, mehr oder weniger gerade. Dadurch, dass wir uns sowieso in der Kurve befinden, kommt das Problem nicht zum Vorschein. So, und hier müssen wir gleich wieder mit der Leistung, glaube ich, runter. Einmal auf 0. Genau, hier kommt wieder so ein stromloser Abschnitt. Wieso schaltet denn der jetzt von alleine wieder Leistung auf? Jetzt darf er aufschalten erst wieder. Ja, auch zur heutigen Fahrweise, es ist heute einfach echt nicht alles so korrekt, wie man sich das bei der französischen Staatsbahn wirklich in einem TGV vorstellen müsste. Wir haben hier einige Sachen, die eben simulationsbedingt auch bei mir untergehen. Und ich bin jetzt auch nicht tagtäglich in Frankreich mit den TGVs unterwegs. Wunderbar, hier nochmal von außen der Zug. Und dann genießen wir jetzt einfach mal ein, zwei Minuten hier ganz ruhig die Fahrt. Einfach nur wunderbar. Was mir aber auch gerade auffällt, dass der Zug hier so ein bisschen im Gleis versinkt, wenn man sich das hier unten genau anschaut. Da hätte DTG ein bisschen genauer arbeiten können. Wir wollen aber auch nicht allzu pingelig sein. Die Strecke ist wirklich wunderbar und wirklich gelungen. Muss man echt sagen. Hier rechts wieder ein Umformwerk oder Umspannwerk für die Strecke. Und der nächste kilometerlange Tunnel.
Hier gibt es komischerweise im Tunnel immer so einige Abschnitte, wo es mal wieder ein bisschen heller wird. Allein wie viel Zeit hier für die Zickzack-Oberleitung bei der Entwicklung draufgegangen sein muss. Och, das lässt sich, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Ja, und so sieht's im Führerstand aus. Eine Rundumsicht. Hier auch schön drüben der Leuchtmelder für die aktive Führerstandsbeleuchtung, falls wir es nicht mitbekommen haben. Richtig, richtig cool. Hier links auch der kleine Zaun, damit die Tiere eben ein bisschen auch von der Strecke abgehalten werden. Auch neue Vegetationsobjekte gibt es wieder. Da muss man DTG wirklich mal ein großes Lob aussprechen bei der Strecke. Das haben sie wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Erhält nicht natürlich über Steam als DLC, als Downloadable Content. Ja, und das Rhône Alpes, das bemerkt man hier wirklich. Die hohen Berge immer mal zwischendurch. Dann wieder Täler. Eine sehr, sehr schöne Landschaftsgestaltung. Tja, so wie es die Natur natürlich möchte. Ja, auch hier im Führerstand gibt es nochmal die unterschiedlichen Lichtkonfigurationen. Hier unten einmal die Extrascheinwerfer und hier nochmal zum Auf- und Abblenden. Ja, noch bis Avignon sind es mittlerweile nur noch 70 Kilometer.
Ja, zu unserer Linken verläuft nun die Straße. Aber dort fahren wieder mal gar keine Autos. Das sieht auch nach einer Autobahn aus. Und jetzt ist sie irgendwie weg. Was mit der Autobahn passiert? Ach, okay. Die zweigt hier ab. Und führt dann ins Landesinnere. Ja, auch muss ich sagen, was die FPS-Zahlen angeht, ist es hier wirklich durchwachsen. In den Bahnhöfen größtenteils 40 bis 50 FPS. Auf der freien Strecke draußen wirklich wie eine Berg- und Talfahrt von 20 FPS über 50 bis 60. Ist wirklich sehr gemischt. Und nun lassen wir den Zug noch einmal an uns vorbeibrausen. Auf den letzten paar Kilometern, es sind ja nur noch 50. Unglaublich, da müsste man wirklich auch mal längere Kamerawege einbauen. Oh, schön. Das kann ich mir und darf ich mir nicht entgehen lassen. Diese Brücke. Oh, geil. Wirklich ein architektonisches Meisterwerk. Sowas Schönes in die Landschaft zu setzen, da lohnt es sich dann wirklich auch dran zu bauen. Allgemein das französische Hochgeschwindigkeitsstreckennetz ist wirklich sehr gut ausgebaut und führt nahezu in alle Teile des Landes. Ein Schienennetzprojekt, was wirklich von der ersten Schwellensetzung bis zur letzten Gleisverschweißung durchdachte wurde. Selbstverständlich sind natürlich auch in Frankreich nicht alle Ecken des Landes mit der Schiene zu erreichen, aber gerade wenn man sich auf der Landkarte mal die ja, Schnellfahrstrecken anschaut, muss man wirklich sagen, ein sehr durchdachtes System, was eben viele Großstädte miteinander verbindet und somit auch schnelle Verbindungen innerhalb des Landes schafft. Gerade auf der Strecke zwischen Paris und einigen südlichen Metropolen Deutschlands werden ja auch die ECE-Züge eingesetzt. Das war schon, ich glaube, mit dem ICE3 damals, Baureihe 406 müsste es gewesen sein, mit dem hat das angefangen. Da gab es dann auch die Unterschiede zwischen ICE3, 403 und ICE3 406, wobei natürlich auch der 407er mit als ICE3 zählt. Das ist sehr wichtig auch nochmal zu erwähnen, das ist kein ICE4 der Velarodie, nein, das ist ein ICE3. Das mal noch so am Rande. Also ich muss auch auf jeden Fall sagen, die Strecke Marseille Lyon, muss man ja jetzt sagen, nicht mehr nur Avignon, Marseille-Lyon ist für jeden Schnellfahrstreckenfan ein absolutes Muss. Und gerade für die Franzosen im Train-Simulator wird es ein schöner Happen sein, worüber sie sich auf jeden Fall freuen dürfen. Und ich bin auch gerade wirklich überglücklich, dass wir hier während der gesamten Fahrt bis jetzt wirklich relativ selten mit dem TVM-System in Kontakt gekommen sind. Wir haben eben den Vorteil, dass wir hier nahezu, ich sag mal, nur grünes Licht haben. Wobei, in Bezug auf die Führerstandsanzeigen stimmt das hier sogar. Also solange die 300 in grün hier erscheint, ist alles gut. Wenn es anfängt zu blinken, naja, dann müsste man langsam mal übers Abbremsen nachdenken. Und das machen wir hier auf der Strecke
wirklich sehr, sehr vorausschauend. Dann auch kurz vor Avignon wird von, ich glaube, in Fahrtrichtung links, wobei wir können ja nachschauen, den Vorteil haben wir. Nein, in Fahrtrichtung rechts eine Strecke einmünden und in Fahrtrichtung links und rechts eine Strecke, ja, von dieser Strecke eben wegführen. Na, hier geht es nochmal über irgendein Gewässer drüber. Auch wieder mit einer sehr schönen Brücke. Und es geht gleich weiter. Die nächste. Ja, und diese blauen Brücken, kann man wirklich sagen, kündigen mehr oder weniger den Bahnhof von Avignon an. Mehrere Kilometer eben vor dem Ort jeweils diese blauen Brücken. Das ist aus der Richtung Marseille so und das ist auch aus der Fahrtrichtung von Lyon kommend so. Und da weiß man immer, okay, gleich müssen wir anhalten, auch wenn das jetzt hier in dem Fall noch 33 Kilometer sind. Aber das ist auf einer Schnellfahrstrecke wirklich nicht viel. Umso mehr beeindruckend finde ich es dann immer wieder, wenn man wirklich hier mal genau überlegt, wie eben Streckenmeter für Streckenmeter hier fertiggestellt wurde. Das ist schon eine beträchtliche Leistung, die da auch von den Arbeitskräften eben vollbracht wurde. Natürlich mittlerweile geschieht vieles maschinell, aber an einigen Stellen muss eben auch der Mensch mit Muskelkraft noch eintreten oder eingreifen. Und ich denke mal, Frankreich ist da den Erbauern dieser Strecke und auch überhaupt allen französischen Strecken sehr, sehr dankbar. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr prägend oder entscheidend für die Fortschrittlichkeit Frankreichs. Gerade mit den TGVs hat ja Frankreich ja mehr oder weniger so den Meilenstein im 21. Jahrhundert auch gesetzt. Lange Zeit im schnellsten Zug. Natürlich, irgendwann wird auch der TGV, ich sag mal, von in Anführungszeichen normalen schienenläufigen Zügen, was Geschwindigkeitsrekorde angeht, eben übertroffen werden. Aber was man da vor einigen Jahren hingelegt hat mit 500 noch was Stundenkilometern, das ist schon sehr beeindruckend. Wobei man aber auch sagen musste, dass das Fahrzeug dazu modifiziert wurde und extra auf diesen Hochgeschwindigkeitsrekordversuch getrimmt wurde eben. Des Weiteren wurde die Streckenspannung von normalen 25 Kilovolt eben auch angehoben, damit eben mehr Leistung zur Verfügung steht. Da hat man sehr, sehr viel modifiziert eben, um diesen Weltrekordversuch zu unternehmen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die französische Staatsbahn dann darauf sehr schon, dass die französische Staatsbahn darauf schon sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr, sehr stolz ist. So, wir gucken uns nochmal das kleine Örtchen hier nebenan an. Obwohl, kann man das Örtchen nennen? Nein. Ein paar Landhäuser verstreut über die Fläche Frankreichs. Das muss ich auch sagen, in Frankreich ist es wirklich so, dass man sehr, sehr viele Gebäude findet, die eben übers Land verstreut sind. Natürlich, klar, sowas gibt es auch in Deutschland, aber in vielen Regionen Frankreichs trifft man eben ja, kleine Landgüter und so weiter und so fort an. Das ist auch eine Eigenschaft, die eben Frankreich mit so ausmacht. Gut, es geht in den nächsten Tunnel. Und die nächsten Felsbrocken werden durchquert.
Ja, und maximal hier in den Führerstand dürfen 4 Personen. Also in diesem Sinne, wenn ihr jetzt zu viert vor dem Tablet oder dem Computer hockt, einer muss weg. Also, bevor ihr 5 werdet. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich natürlich über jeden Zuschauer. Und gerade jetzt eben in der Vorweihnachtszeit, muss ich sagen, fahre ich sehr, sehr gerne im Train Simulator. Weil da ist irgendwie auch die Stimmung bei allen in der Community so angehoben und so positiv. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und man merkt das richtig unter den Videos, die Kommentare. Das ist echt angenehm. Und ich freue mich schon sehr aufs Jahr 2019. Eigentlich auch, ja, man könnte sagen, kurios, dass man im Train Simulator 2019 unterwegs ist. Aber das Jahr 2019 noch nicht mal angebrochen wurde. Wobei, in ein paar Wochen wird das schon der Fall sein. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Erst recht dann, wenn es Spaß gemacht hat. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Jahr 2018, jetzt mal bezogen auf YouTube, hatte sehr, sehr viele Fortschritte mit sich gebracht. So, okay, Bremse ist gelöst. Wir müssen jetzt, wie gesagt, abbremsen. Wir sind kurz vor Avignon. Es sind nur noch 6 Kilometer. Leichte E-Bremsleistung wird dazu geschaltet. Und da kommt auch schon ein nächster Zug, der TGV Carmillon, in Richtung Lyon. Oh, echt schön. Genau, jetzt geht es hier den Berg hinunter und in Fahrtrichtung rechts wird gleich die andere Strecke am Fuße des Berges einmünden. Wir haben jetzt hier gleich zwei sehr, sehr schöne Brücken, die eben im Bahnhof von Avignon dann vereint werden und sich dann zu einer Strecke zusammenfügen. 160, okay. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen mit der Luftdruckbremse. Ja, die ist sehr, sehr ungenau zu konfigurieren. Genau. Hier von rechts kommt die andere Strecke dazu. Echt krass, oder? Das Bild ist wirklich sehr, sehr schön. Einfach nur cool. Sehr, sehr, sehr geil. Gut, da vorne kommt der Bahnhof. Und wie gesagt, die Strecke gibt es auf Steam. Den Triebzug ebenfalls dazu. Strecke Marseille-Avignon wird benötigt. Und selbstverständlich der Train Simulator 2019. Und wer sich für den interessiert, der kann ebenfalls unten in der Videobeschreibung nachschauen. Dort gibt es einen Affiliate-Link, über den ihr gerne den Train Simulator bestellen könnt. Da würdet ihr natürlich den Kanal nochmal sehr damit unterstützen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei allen Fahrgästen und bei allen Zuschauern, die diese heutige Fahrt mit uns hier unternommen haben. Ich freue mich sehr auf weitere Fahrten auf dieser schönen Strecke und hinterlasst mir doch einen kleinen, schönen, freundlichen und netten Kommentar. Darüber freue ich mich sehr. Und ich wünsche natürlich auch allen Familien und allen Zuschauern allgemein angenehme Weihnachten, ein schönes Weihnachtsfest, schöne Adventstage und auch schöne Weihnachten oder schöne Tage noch bis Weihnachten. Für uns heißt es jetzt so langsam zum Stillstand kommen. Halt erwarten. Und ja, das war's heute bei Think New Flying New. Der nächste Teil führt dann von Avignon bis nach Marseille. Und wer sich dafür interessiert, den würde ich natürlich sehr darum bitten, unten in den Videokommentaren noch einmal einen
eine kleine Textnachricht zu verfassen, dass er eben sich den zweiten Teil auch noch wünscht. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Mitfahren. ThinkNewFlyNew sagt vielen Dank, bis zum nächsten Mal und abonnieren nicht vergessen.